Hallo zu unserem neuen Regalvideo. Wir sind jetzt angekommen bei Regal Nummer 3 und das ist jetzt ja, der Beginn davon, denn wir fangen ganz oben an mit der Reihe von, wie heißt sie nochmal? Madison Avery. Kim Harrison hat das geschrieben und der erste Teil heißt Der Tod trägt Turnschuhe. Ja, und es ist ein Jugendbuch, hat, wie man sehen kann, auch ein wenig was mit Engeln zu tun. War sehr, sehr nett, habe das letztes Jahr gelesen. Und es gibt dann noch von Madison Avery, Todgeküsste leben länger. Ja, und zu diesen Büchern... Ich glaube, es ist auch noch ein Band mittlerweile erschienen. Zu diesen Büchern findet ihr aber auch unten eine Besprechung. Ja. So, dann haben wir gelesen schon von Birgit Hasselbusch, Ein guter Fang. Das ist ein Mädchenroman für Handballfans, Frankreich-Fans. Es geht um ein Handballturnier, ich glaube an der Ostsee, so genau weiß ich das jetzt nicht mehr. Und dort kommen auch Franzosen hin. Es ist ein netter, frecher Mädchenroman. Und der Nachfolger ist Flirtangriff. Ja, da geht es diesmal dann nach Frankreich. Ich glaube, man kann sie auch unabhängig voneinander lesen, aber ja, besser ist immer der Reihe nach, würde ich sagen. Ja, und von Birgit Hasselbusch jetzt Tod d'Azur, ein Jugendbuch-Thriller. Ja, es geht eben an die Côte d'Azur, zu den Schönen und den Reichen und es geht um Ella und sie ist eine Radiomoderatorin und sie kommt da einem sehr gefährlichen Geheimnis auf die Spur. Es geht um Au-pairs und das ist wirklich sehr, sehr interessant geschrieben, war sehr spannend und die Rezension kommt also irgendwie in den nächsten Tagen, denke ich. So, dann, wer erinnert sich noch daran von Silvia Hartmann, Mein Leben und ich, Alex Geheimes Tagebuch, wie so viele andere, die wahrscheinlich, wo ich aufgewachsen bin, auch aufgewachsen sind. Also in Deutschland? Ja, in Deutschland. die also werden das sicherlich das kennen. Genau, die so alt sind wie ich, werden das wahrscheinlich kennen. Und damals fand ich das total toll und deswegen musste ich das Buch damals auch haben. Ja und von Michael Haselhorst, Lateinamerika für eine Handvoll Dollar, ein Traumtänzer auf Reisen. Diesen jungen Mann haben wir sogar mal kennengelernt. Er arbeitet bei der Zeitung in Löhne oder hat das jedenfalls damals getan. Und er ist eben durch Lateinamerika gereist mit ganz, ganz wenig Geld. Und das war sehr nett zu lesen, sehr informativ auch. Wir hatten ihn kennengelernt und da mussten wir natürlich auch das Buch lesen. So sind wir. Jetzt kommen wir zu einem richtigen Prachtexemplar an Kitsch, das mir sehr viel bedeutet, aber aus anderen Gründen. Nicht, weil ich das Buch gut fand. Ich habe es noch nicht mal richtig gelesen. Ich habe nur einmal ich habe mal reingeguckt. Das war es dann das aber auch. Das sind die bedeutsamsten Bücher. Ja, weil es bedeutet mir sehr viel und deswegen wird es mich auch von Haus zu Haus begleiten. Es ist Sehnsucht und Verrat von Robin Lee Hatcher. Aber ich kann es euch jetzt wirklich nicht empfehlen, weil es geht irgendwie um Piraten, aber ich weiß auch nicht mehr. Ja, Gabi Hauptmann, Suche impotenten Mann fürs Leben. Das war ja damals ein Bestseller. Damals, lang, lang ist sehr. Es war jedenfalls sehr, sehr amüsant von einer sehr attraktiven Frau, die einfach die Nase davon voll hatte, immer angebaggert zu werden und die sich dann überlegt hat, ich suche einen impotenten Mann fürs Leben und setzt halt eine Annonce in die Zeitung. Ob ein impotenter Mann dann doch wirklich die Lösung für dieses Problem war, das müsst ihr selbst rausfinden. So, dann mit dem Kühlschrank durch Irland. Ja, dieses Buch bin ich absoluter Fan von. Wir haben es euch auch oft genug schon gezeigt. Unten findet ihr eine Besprechung, also guckt es euch da an. Ja. Zup, zup. So, dann Tony Hawks. Mit dem Piano in die Pyrenäen, wie ich lernte, unter lauter Franzosen zu leben. Ja, und dieses Buch fanden wir beide nicht so toll. Wir haben uns immer gefragt, ob es sich wirklich lohnt, so etwas zu erzählen. Es war jetzt nicht so gut wie mit dem Kühlschrank durch Irland. Und also Längen nicht so gut. Es hat uns einfach enttäuscht und deswegen auch keine Rezension dazu. Unten findet ihr trotzdem, wie immer, ja, und alle Robbie Details. Williams, ja, viel. Ja, wir sind nicht wirklich Robbie Williams Fans, aber wir mögen seine Musik, wir mögen ihn. Und ja, als dann damals viel rauskam, wollte ich das unbedingt haben und man hat es mir, glaube ich, zu Weihnachten, glaube ich, ne? Weihnachten oder zum Nikolaus geschenkt. Es ist jedenfalls so, also nicht, dass ihr euch wundert, wir sind
Wir mögen Robbie Williams die Musik, aber wir sind keine, nicht wirklich hundertprozentige Fans, oder? Jetzt muss ich mal gucken, mich ganz lang machen, so, dass Robin, ich da hinten hinkomme. Die musst du jetzt ja nicht rausziehen. Nein, die sind schon älter. Ma hat die früher gelesen. Das sind die Willi Heinrich Bücher. Einmal Männer zum Wegwerfen. Mittlere Reife, Geometrie einer Ehe, eine Handvoll Himmel und Liebe und was sonst noch zählt. Und gleich die Reihe darunter geht es dann nochmal weiter. Ich habe die Bücher damals unheimlich gerne gelesen, kann mich jetzt aber wirklich nicht mehr ganz genau daran erinnern, was in welchem Buch stand. Ich glaube, Liebe und was sonst noch zählt, ging irgendwie um Immobilien. Ja, mittlere Reife, habe ich sehr geweint, da wird eine Dogge vergiftet, das weiß ich noch, das war sehr dramatisch, aber ja, also ein bisschen schade, dass dieser Schriftsteller so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Vielleicht schaut dann euch einfach mal an. So, hier geht es jetzt nochmal weiter mit Willi Heinrich, So Long Archie und In einem Schloss zu wohnen. Ja, Willi Heinrich war ja, wie gesagt, damals sehr populär. Er hat allein in Deutschland über 10 Millionen Exemplare verkauft. Es sind auch einige Bücher von ihm verfilmt worden. Der Mann, der es wert ist, von Eva Heller, das ist wirklich ein weitgereistes Buch. Das hat mich in Urlaub mit begleitet. Es sieht auch schon ein bisschen abgegriffelt aus. Ich nehme es immer wieder gerne zur Hand, wenn ich gerade eine Leseflaute habe. Es ist halt die Geschichte einer jungen Frau, die lernen muss, dass sie nicht den idealen Typen an ihrer Seite hat, der sie ganz schön verarscht. Und ja, aber es ist eine Geschichte voll mit Kochen, mit einem Hotel, mit einem Kronleuchter, mit einem großen runden Teppich von Madame Fortuna, glaube ich, auf dem angeblich ein Fluch liegen soll. Und ob es für die junge Dame ein Happy End gibt? Tja. So, Ernest Hemingway, Der alte Mann und das Meer, haben wir noch nicht gelesen, haben wir eigentlich hier auch nur stehen, weil wir tatsächlich jemanden in der Verwandtschaft haben, der Hemingway heißt, aber nichts mit ihm zu tun hat. So, Tessa Hennig, Emma verduftet, wunderschönes Cover, hat aber nichts mit Camping zu tun, ist ein bisschen irreführend. Es führt nach Monte Carlo und nach Nizza und in die Lavendelfelder von Grasse, aber dazu bekommt ihr noch eine Rezi in den nächsten Tagen nachgeliefert. So, Bettina Henrichs, Die Schachspielerin. Für mich ein ganz, ganz tolles Buch. Es ist so ein bisschen so die Selbstbefreiung einer Frau, wieder Spaß an etwas zu haben, sich für etwas einzusetzen. Habe ich letztes Jahr gelesen. Ich glaube, es gibt auch eine Rezi dazu. Wurde auch verfilmt mit Kevin Klein. Aber ich würde immer erstmal das Buch lesen. So, dann Katharine Hepburn, Ich, Geschichten meines Lebens. Kam ich nicht mit klar, irgendwie war es mir zu langweilig, weil die Sachen, die mich interessiert haben, wurden in ein, zwei Sätzen abgetan, während die Sachen, die mich nicht interessierten, in epischer Breite erzählt wurden. Ich zumindest war zu dem Zeitpunkt, wo ich es jetzt gelesen habe, nicht begeistert und habe es dann auch abgebrochen. Schade eigentlich, weil ich mag die Autorin, würde ich sagen, die Schauspielerin unheimlich gerne. Ja, Napoleon von Franz Herre haben wir noch nicht gelesen, aber wir haben ja beide so einen Napoleon-Knall. Und er begegnet euch sicherlich noch öfter. Auch Josephine taucht immer mal wieder auf bei uns im Buchregal. Aber wie gesagt, die haben wir jetzt nur mitgenommen, weil wir die bei einem Restposten, was weiß ich, gesehen haben. Und da mussten wir Napoleon natürlich mitnehmen, weil Napoleon können wir nie stehen lassen. So, dann von James Herriot Auf den Hund gekommen. Ich weiß jetzt, ich glaube, das sind eben so Geschichten. James Herriot war ja derjenige, glaube ich, auch der diese TV-Tierarzt-Serie um diese drei Tierärzte in England gemacht hat, geschrieben hat. Und das sind eben auch nochmal einzelne Geschichten. So, Glückskekse von Anne Herz hat natürlich was mit Glückskeksen zu tun. Ich meine, die waren auch ein bisschen magisch. Ich weiß nicht, wann ich das gelesen habe, hat mich aber ganz gut amüsiert. Ma hatte wirklich Spaß daran. Ich musste mir nämlich sehr viel darüber anhören. So, Ulrike Herwig, Martha im Gepäck, ist die Geschichte einer Erbtante, die unbedingt mit in den Urlaub nach Schottland will. Und diese Frau hat ganz erstaunliche Talente und ja, eine sehr interessante Geschichte. Dazu findet ihr die Rezi aber unten in der Infobox. So, dann Hermann Hesse. Jeder liest, glaube ich, irgendwann mal Hermann Hesse. Ich hatte die damals, glaube ich, komplett, aber übrig geblieben sind Siddhartha und Demian. Ja, Demian war immer mein Lieblingsbuch von den Hesse-Büchern, aber diese Begeisterung für Hermann Hesse hat sich bei mir deutlich gelegt. Und ich komme gar nicht mit Hesse klar. Ich habe es probiert, beide Bücher, nicht nur einmal, aber ich komme damit wirklich nicht klar.
und ich muss es jetzt auch nicht mehr haben. So, dann haben wir eine große Sammlung von Georgia Tyer Büchern. Und da werden wir euch jetzt nur die Top-Favoriten vorstellen. Ihr findet unten alle Bücher, aber wir sagen euch jetzt nur die Titel, die wir euch besonders empfehlen können. Genau, wir wollen euch jetzt nicht zu Tode langweilen. Wir picken jetzt einfach ein paar raus. Die ganzen Bücher spielen in der Regency-Zeit. Es ist nicht so, dass es diese, ja, sexlastigen Bücher sind. Hier kommt kein Sex vor. Es ist wie bei Jane Austen. Es ist dieses langsame Annähern. Es sind ja schon feministische Charaktere da drin, aber es ist wirklich wie bei Jane Austen. Die Konventionen werden eingehalten. Aber mir kommen sie halt ein bisschen energischer vor. Also sie sind ein bisschen lustiger. Sie sind noch ein bisschen... ja, ich fand sie eben ein bisschen komisch. Die Bücher sind sehr genau recherchiert. Nach dem Tod von ihr hat man auch bei in ihren Unterlagen gefunden, dass sie genau wusste, in welchem Jahr wie viel die Kerzen gekostet haben. Sie hatte da sehr, sehr viel recherchiert. Geschrieben wurden die Bücher Anfang 20. Jahrhundert, genau. Und ja, wir sind total begeistert und wie ihr sehen werdet, wir haben reichlich von diesen Büchern. Ja, einer ihrer größten Fans ist Stephen Fry, der ja in jedem seiner Häuser eine Komplettausgabe der Georgia Tyer Bücher hat. Wir haben jetzt also die Krimis nicht gesammelt und sie hat nochmal so historische Romane mit Piraten und sowas geschrieben. Die habe ich auch nicht. So, ganz besonders gerne mögen wir die drei Ehen der Grand Sophie. Von handelt halt von einer jungen Frau, die erst als liebe kleine Nichte verkauft wird. Sie ist aber sehr dynamisch und sie schafft es, das ganze Haus in Aufruhr zu bringen. Und nebenbei stiftet sie halt noch drei Ehen. Der Page und die Herzogin ist, glaube ich, unser absolutes Lieblingsbuch. Ja, es beginnt damit, dass der Herzog von Avon eine Seele kauft und das ist die Seele eines rothaarigen Jungen. Aber wie sich herausstellt, ist Leon gar kein Junge, sondern er heißt eigentlich Leonie und ist ein Mädchen. Und er nimmt dieses Mädchen als seinen Mündel auf und sie verhilft ihm zu einem wunderbaren Racheplan an seinem Erzfeind. Es ist eine ganz, ganz bezaubernde Geschichte, die sowohl einen Vorgänger hat, der Schwarze Falter, was aber nicht wirklich hundertprozentig was damit zu tun hat, und einen Nachfolgeroman. Und dieser Nachfolgeroman, den stellen wir euch gleich noch vor, das geht dann um den Sohn von Leonie. Ja, dann picken wir hier jetzt einfach noch raus. Lord Cherry ist also auch ein total süßes Buch. Das magst du ja, glaube ich, auch gerne. Ja, Lord Cherry kann ich mich nicht mehr ganz genau dran erinnern. Ich weiß nur, dass ich mich total in den George verballert hatte. George, der sich immer duellieren möchte. Der schöne George. Ja, der schöne George. Dann Heiratsmarkt ist auch ein super schönes Buch, hat ganz viel, ist eine junge Frau, die halt mit ihrer bildschönen jüngeren Schwester nach London kommt und mit ihren anderen Geschwistern, um dieses Mädchen an den Mann zu bringen, weil die Familie steht also nicht unbedingt so finanziell so toll da, aber sie muss auch merken, dass ihre Schwester halt nicht genau die gleichen Vorstellungen hat wie sie. Verführung zur Ehe mochten wir auch sehr gerne. Ja, dann rutschen wir jetzt einfach mal ein Regal runter. Gut, und dann sind wir bei der nächsten Reihe. Ja, und auch hier, wir sagen jetzt nur die Bücher, die wir ganz, ganz toll fanden. Das war jetzt zum Beispiel der zweite Teil von Der Page und die Herzogin, und zwar Eskapaden. Und Eskapaden, diesmal ist es kein, wie bei Der Page und der Herzogin, das war mehr so ein Severus Snape-Typ, Satanas auch genannt. Und hier geht es jetzt um den Sohn, und der Sohn ist ein absolut hitzköpfiges, fürchterliches Ding, unheimlich gut schießen kann. Ich habe mir immer so vorgestellt wie Johnny Depp in Sleepy Hollow, also richtig fein und hübsch. Ich mag Vidal unheimlich gerne. Ja, das Geliebte Buch können wir also ist auch total süß. Da fesselt die junge Dame, wie man hier sehen kann, einem Gentleman an einen Stuhl und das macht sie in einem Keller, weil sie ihn bestrafen will. So, dann richtig toll war Penelope und der Dandy. Ja, und Penelope und der Dandy war das erste Buch, was wir auf diesem Kanal vorgestellt haben, ist natürlich unten verlinkt. Das war das allererste Video und dann auch noch ganz zu empfehlen ist die bezaubernde Arabella und direkt nach Penelope und der Dandy. Genau,
Und ja, Bezaubernde Arabella habe ich auch verschenkt an eine Freundin von mir, als es der mal nicht so gut ging, weil ich einfach gesagt habe, sie braucht jetzt ein bisschen Girl Power und ein bisschen Ich glaube, sie ist die Spaß. Tochter eines absoluten Philanthropen und kommt dann nach London zu ihrer Tante, um eine Season mitzumachen. Und das geht natürlich gar nicht, wie die Dienstboten und alle behandelt werden. Und da hat sie nicht auch diesen Hund? Ich weiß es jetzt. Ja, sie rettet auch noch einen Hund und drückt den einem Gentleman aufs Auge und die müssen alle ein bisschen federn lassen. Ja, das sind unsere George Taylor Bücher. Sie sind wirklich total amüsant. Ich weiß, dass es teilweise sehr schwer ist, an die Bücher noch ranzukommen. Manche sind neu aufgelegt worden. Ich glaube, der Page und die Herzogin hatte Kim versucht zu bekommen, ist momentan ganz schlecht ranzukommen. So, dann sind wir jetzt ein Regal darunter und es fängt alles an, wieder mal mit Drei Engel für Armand. Das ist der Auftakt der Todesengel-Trilogie. Nee, es ist kein Trilogie. Ach so, es ist nicht keine Trilogie mehr. Also es ist eine Reihe von Jim C. Hines. Und hier geht es um Prinzessin. Prinzessin, die nicht in ihrem Turm hocken und gerettet werden wollen, sondern um kämpferische Prinzessin. Mit Schneewittchen, glaube ich. Dornröschen ist, glaube ich, dabei. Schneewittchen, Dornröschen und ich weiß jetzt nicht, wer die dritte. Talia ist Dornröschen, Danielle. Warte, Schneewittchen ist noch dabei und Aschenputtel. Ja. Ja, und sie erleben dann gemeinsam Abenteuer. Dazu haben wir aber auch was abgedreht. Das ist jetzt der zweite Teil, die fiese Meerjungfrau. Und Rotkäppchens Rache. Ja, also ihr findet da unten in der Infobox Videos dazu. Ja, und wer kennt ihn nicht? Den Struwwelpeter. Ich habe mich Mietz und Mauz, die Katzen. Und drohend ihre Tatzen. Ja, und hier der Struwwelpeter halt. Uralt. So, dann haben wir hier Punktlandung auf Wolke 7 von Evelyn Holst und Stefanie Holst. Ich weiß, dass mich das Buch nicht begeistern konnte. Nicht wirklich hundertprozentig überzeugen konnte. Ja. So, dann haben sie irgendwie größer erwartet von Tom Holt. Das hat Mar gelesen. Ja, war sehr amüsant, nimmt so ein bisschen die Nibelungen auf die Schippe. Man sollte sich da auch ein bisschen auskennen, sonst geht einem wahrscheinlich da der eine oder andere Witz verloren. Ja, Rachel Hoare, das Haus der Träume. Ja, das hast du mal letztes Jahr gelesen. Es geht irgendwie um eine Frau, die umziehen muss, weil ihr Mann irgendwie, ich weiß nicht, sie muss jedenfalls umziehen. Und dann geht es um ein Haus und um eine Frau, die dort lebt. Aber in der Infobox findet ihr eine Besprechung zu dem Buch. Genau. So, dann haben wir hier von William Horwood Der Stein von Dunkton. Das ist ein etwas ungewöhnlicheres Buch, weil die ganzen Charaktere sind Maulwürfe. Ja, das hört sich im ersten Moment ziemlich schräg an, hat mich damals auch total neugierig gemacht. Ganz, ganz interessantes Buch, hat viel Spaß gemacht, das zu lesen. So, dann William Horwood. Ihr kennt wahrscheinlich alle Wind in den Weiden von Kenneth Graham. Die Bücher sind fortgeführt worden von William Horwood mit, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, es fängt mit Frühling in den Weiden an, dann Winter in den Weiden, Sommer in den Weiden, jetzt ist alle Jahreszeiten durcheinander. Sie sind also wirklich erstens sehr, sehr schön und zweitens haben sie mir sehr viel Spaß gemacht zu lesen. Wer also wissen möchte, was mit dem Kröterich, dem Dachs und der Ratte, ja, wie es mit dem weitergegangen ist, der wird hier dran seine Freude haben. So, dann haben wir hier Carlotta. Carlotta fanden wir ja nicht so gut, auch wenn wir gehört haben, dass es viele Fans da draußen gibt. Wir fanden es nicht gut, wir sehen es aber auch einfach aus der Perspektive der Erwachsenen. Wir fanden es wirklich nicht gut. Das sind dann eben so Sachen, wo wir sagen, ja, also ich hätte es jetzt Sina nicht unbedingt gegeben zum Lesen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich selber reagiert hätte, wenn ich jetzt 11, 12 Jahre alt wäre. Ich fand es eigentlich, ich finde es immer schön, wenn es eben so ist, dass Kinder dazu ermutigt werden, Vertrauen zu Erwachsenen auch zu haben und dass die Erwachsenen dann auch helfen. Und das war alles so ein bisschen komisch in dem Buch. So, dann haben wir von Tanya Hurley, Ghost Girl. Ja, das hatten wir uns geholt. Ruhe in Freundschaft ist der erste Teil. Es ist wunderschön aufgemacht, aber leider konnte es uns jetzt so nicht überzeugen, wir haben es abgebrochen. Ja, es war ein bisschen zäh.
Kann sein, dass wir dem Buch nochmal eine Chance geben. Im Moment sieht es eher düster für das Buch aus. Ja, jetzt kommen wir zu den Büchern Endlich beliebt von Amy Ignatow und dem zweiten Teil von Endlich beliebt. Dazu gibt es auch Buchvorstellungen, die findet ihr unten. Es sind schöne Bücher für Leute, die auch auf Kunstbücher stehen, also so Comic Art. Es ist total schön fertig gemacht und es ist einfach, da seht ihr es. Ich fand es sehr, sehr toll. Also es lohnt sich für alle, die so etwas also durchgängig mögen. Illustriert. So, dann kommen wir zu einem, wir haben ja nicht immer die gleichen Lieblingsautoren, aber bei John Irving sind Sina und ich uns eigentlich sehr einig. Wir mögen und schätzen ihn beide sehr. Sina hatte irgendwann damit angefangen und hat mich dann mit angesteckt. Und das erste Buch war, glaube ich, das ich zumindest von ihm gelesen habe, war Witwe für ein Jahr. Das hattest du mir untergemogelt. Ja, ich hatte es gelesen und seltsamerweise, ich finde den ersten Teil besser als den zweiten Teil. Also das das Buch ist, glaube ich, in drei Teile aufgeteilt. In drei Teile. Ja. Ich fand den ersten Teil, wo das Mädchen, weil es das die Lebensgeschichte eines Mädchens halt verfolgt, ich fand den ersten Teil, wo sie 4 Jahre alt ist, am spannendsten. Mar fand dann später die Sachen am spannendsten. Also da waren wir uns nicht ganz einig, aber wir waren uns beide einig darin, dass wir das Buch sehr gut fanden. Es haben sich auch ein paar Szenen wirklich in meinen Kopf eingebrannt und das Buch ist auch verfilmt worden. Der erste Teil. Ja. Der erste Teil des Buches wurde auch verfilmt unter dem Titel Das Loch in der Wand oder so. Nee, Das Loch im Boden oder so. Das werden wir aber raussuchen und das findet ihr dann auch unten. So, dann John Irving, Zirkuskind, das hattest du es auch gelesen. Ich weiß, nee, jetzt du hattest es nur gelesen. Ja, und spielt, dazu gibt es auch unten eine Rezension, ja, glaube ich. Das Buch spielt zum Beispiel in Indien. Indien wird ja immer gern hier genommen. War auch ein ganz tolles Buch. So, dann Gab und wie er die Welt sah, das ist ein John Irving, den ich abgebrochen habe. Gab hat mich aufgeregt, ich fand den Kerl einfach undankbar. Seine Mutter mochte ich sehr gerne. Ich habe immer noch überlegt, ob ich dem Buch nochmal eine zweite Chance geben soll, aber vielleicht in 10 Jahren nochmal. Ist auch verfilmt worden mit Robin Williams und den mögen wir ja auch. So, John Irving, Gottes Werk und Teufelsbeitrag. Das haben wir beide gelesen. Wir haben auch beide den Film gesehen. Und wir lieben es beide. Ja. Also Gottes Werk und Teufelsbeitrag ist ein Buch, was mich einfach total geflasht hat. Es ist ein Buch, was ich auch sicherlich nicht außer Hand geben werde. Also das verleihe ich auch nicht. Ich will es im Regal haben. Es ist richtig, richtig toll, meiner Meinung nach. Und den Film fand ich um Längen nicht so gut. Obwohl John Irving halt auch das Drehbuch geschrieben hat und sie meiner Meinung nach den perfekten Cast rausgesucht haben. Also ich fand sie allesamt gut besetzt, besonders Michael Caine, ja, als Dr. Wilbur Ludge. Wilbur Ludge ist auch zu einem meiner Lieblingscharaktere überhaupt in der Literatur geworden. Ja, also das ist ein Buch, es geht um Abtreibung, es geht um Waisenkinder, es ist sehr, sehr tiefgründig. Um Apfelplantagen. Es ist ein tolles Buch. Es ist meiner Meinung nach ein kleines Meisterwerk. Oder ist ja ein sehr dickes Meisterwerk, um ehrlich zu sein. Wir haben auch noch ein paar Bücher von John Irving auf dem Sub stehen, aber sie sind ja doch immer etwas seitenstärker und dafür, ja, muss man einfach, die Zeit muss einfach wieder reif sein für einen und Irving. Und ich finde, einen Irving liest man und dann braucht man auch erstmal Verarbeitungszeit. Ja. So, dann Steve Jobs von Walter Isaacson, die autorisierte Biografie des Apple-Gründers, hat mich sehr fasziniert. Zieh mal weiter raus, mal einmal. Genau, ihr seht es. Tja, da sind sie, unsere Post-its. Reichlich Post-its. Es war eine Bio, die mich sicherlich auch sehr geprägt hat. Ich fand es wirklich, wirklich gut und kann ihn nur empfehlen. So. Es geht aber nicht so sehr um den Privatmann, er war nicht wirklich ein Privatmann, er war halt Workaholic und mit der Ansicht sollte man auch daran gehen, dass man ja sehr viel über seine Firmenphilosophie lesen wird, aber halt weniger über sein Privatleben, weil es war zwischenzeitlich kein Privatleben da. Der Mann ist teilweise morgens zur Arbeit gegangen und dann abends 11 Uhr wieder nach Hause gekommen und da war dann halt kein Privatleben vorhanden.
So, dann haben wir hier von Adam Jackson die 10 Geheimnisse des Glücks. Ist ein richtig schönes, nettes, kleines Motivationsbuch. Eignet sich also hervorragend zum Verschenken. Ein paar Lektionen in Sachen Glück. Ja, dann Katrin Jäger, Inselmelodie, ein schönes kleines Buch, kann ich auch Leuten empfehlen, die nicht viel lesen. Sie hat einen sehr punktgenauen Schreibstil, der nicht ausschmückt, sondern wirklich nur das sagt, was, sie sagt halt wirklich nur das, was gesagt werden muss, damit man die Geschichte und die Atmosphäre, sie macht es einem mit wenigen Worten begreiflich. Sagen Ihr findet so. Aber auch von Katrin Jäger bei uns im Kanal eine Leseprobe. Sie hat sicher dazu bereit erklärt, für uns ein Stückchen aus ihrem Buch vorzulesen. Und ihr findet von ihr auch das Interview bei uns im Kanal mit sehr, sehr vielen sehr guten Tipps, die das Thema Schreiben betreffen. So, dann haben wir von Katrin Jäger Schützenkönig und das ist Mord in Germany. Ein Krimi von ihr, sehr spannend. Sie hat mich sehr an der Nase herumgeführt, spielt in der Nähe von Münster. Sie wohnte auch in Ost- oder Westbevern. Ich komme immer damit durcheinander. Jedenfalls West- oder Ostbevern findet ihr auch Katrin Jäger. Eine Empfehlung auf alle Fälle. So, Erika James, Frühstück inklusive, das sind jetzt 1, 2, 3 Erika James Bücher, die jetzt kommen. Es geht wahrscheinlich immer um Cottage, Landhausidylle, England, so genau kann ich jetzt gar nicht mehr sagen, was in den einzelnen Büchern waren. Hier Ferienträume und Zeit für ein neues Glück. Ich fand sie damals wirklich sehr, sehr gut. So, dann Küss mich Kismet, wie ich muslimisch korrekt die große Liebe fand von Shelina Yarmohamed. Das ist ein Sachbuch, das ist ein Erfahrungsbericht. Sie hatte eingestimmt oder sie hat sich bereit erklärt, eine arrangierte Ehe einzugehen. Und hier ist es wirklich, es ist keine Zwangsehe, das muss man dazu sagen, es ist eine arrangierte Ehe. Und ich muss sagen, nachdem ich dieses Buch gelesen habe, ich war ja schon vorher nicht abgeneigt, bin ich auch pro arrangierte Ehe, beziehungsweise ich kann es sehr gut verstehen, wenn manche diesen Weg gehen. Und ich finde es auch eigentlich eine recht gute Idee. Also wenn irgendjemand Sina heiraten möchte, Bewerbung bitte zu mir. So, von Ivana Jeising, Unsichtbar. Ich habe das Buch so ein bisschen auch als Warnung verstanden, gar nicht erst unsichtbar zu werden, ist mit Sicherheit wesentlich gesünder als das, was sie sich dann da irgendwann mal einfallen lässt. Sehr interessantes Buch. So, dann haben wir hier von Jerome K. Jerome, 3 Männer im Boot und... Ganz zu schweigen vom Hund-Roman einer Themsefahrt und hinten steht, glaube ich, drauf und kein Dosenöffner in Sicht oder so und kein Öffner für die Dose. Ja, es ist sehr amüsant, es ist also wirklich ein richtig humorvolles, tolles Buch. Es hat genau meinen Humor getroffen oder auch den Humor von Mark. Obwohl der Autor ja nicht gerade sehr witzig aussieht. Es wurde geschrieben im 19. Jahrhundert und es ist einfach witzig. Also mich konnte es total begeistern. Es ist auch verfilmt worden. Es gibt auch sogar eine deutsche Version mit Heinz Erhardt. So, dann haben wir hier von Catherine Jenkins Teuflische Genie. Es geht halt um einen Jungen, der ein Genie ist. Und es ist alles sehr, sehr spannend. Es ist total witzig. Es ist auch etwas, so mit Totenkopf, man kann sich schon denken. Ziemlich schwarzer Humor, hat mich sehr amüsiert. Das Buch ist also auch ganz witzig aufgemacht mit diesen schwarzen Seiten und mit dem Knallpink. Band 3 habe ich schon auf dem Sub stehen. Ich warte jetzt geduldig, dass mir irgendwo die Gelegenheit über den Weg läuft und dann geht es für mich mit der Reihe auch weiter. So, Jonas Jonasson, der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand, gesehen hat das Buch jetzt garantiert schon jeder. Es steht ja, glaube ich, immer noch auf den Bestsellerlisten und eine Rezi dazu findet ihr unten in der Infobox. Es ist ein ganz, ganz tolles Buch.